Als Karlfried an diesem Sonntag kurz nach dem ersten Hahnenschrei die Augen aufschlug und sich übertrieben ausgiebig die Nacht aus den schweren Gliedern räkelte, brannte die Sonne bereits erbarmungslos vom Himmel und die Vögel waren bereits so erschöpft, dass sie aus dem letzten Loch zwitscherten. Doch der Wetterbericht hatte für den nächsten Tag und den Rest des Jahres astreines Regenwetter mit Blitzen und massiven Donnergrollen angekündigt. Ergo, heute war die ultimativ letzte Chance für einen Badeausflug. Am anderen Ende der Straße machte sich Babette gerade auf den Weg zur U-Bahn-Station, deren Eingang sich direkt an einem fröhlich plätschernden Brunnen befand. Auch sie hatte heute schon den Teletext gelesen und daher nur ein Ziel, den Badesee. Ein weiter Weg, der aber für Babette im Hopserlauf keine große Hürde darstellte. Unterwegs pfiffen ihr ein paar Bauarbeiter hinterher. Doch Babette wusste sich diese Avancen wie immer mit einem kessen Spruch zu erwehren. Und du musst jetzt... David, das war schon sehr schön. Wir brauchen aber einen Spruch mit einem von diesen Worten. Und ins Mikro. Ich bin lieber mit einem Kaktus knutschen. Sehr gut. Unterdessen war Karlfried klar, er konnte heute auf keinen Fall seine Sonntagsschicht antreten. Er griff also lässig nach seinem schicken Vintage-Wählscheibentelefon und wählte die Nummer seines Chefs. Publikum? Wie ging das gleich wieder? Um ihm mitzuteilen, dass er heute nicht auftauchen würde. Dafür hatte er... Ich tauche heute nicht auf. Ja, nee, genau, jetzt kommt nämlich... Dafür hatte er eine unschlagbare, gute und mitleiderregende Begründung in petto. Immer, ich habe da gestern so ein Hühnerauge, habe ich da bekommen. Da kann ich heute nicht kommen, tut mir leid. Tschüss. Da sein Boss das Telefon auf Lautsprecher gestellt hatte, erntete Karlfried von der gesamten Belegschaft einen Ausruf tiefen Bedauerns. Somit war klar, diesen freien Tag hatte er in der Tasche. Er faltete sein Klisifan-Badelaken akribisch auf DIN A5, nahm die Beine in der Hand und sprang 3 Stufen auf einmal nehmend die Treppen seines Neuköllner Altbaus hinunter. Als er an der U-Bahn-Station ankam, sah er am anderen Ende die flotte Babette. Die versuchte, sich mit beiden Händen zur Wehr zu setzen gegen den Luftstrom der Lüftungsanlage. Achso, Luftstrom, könnt ihr mal? Welcher nach bester Monroe-Manier ihr Sommerkleidchen unzüchtig nach oben wehte. Karlfried warf ihr einen heißblütigen Blick zu, während sie wie zu sich selbst mit aller Koketterie, der sie habhaft wurde, hauchte. Spinat. Ich muss mal kurz Zahnseide suchen. Man konnte riechen, hier lag Sex in der Luft. Doch da fuhr die Bahn auch schon quietschend ein und die schöne Babette vergaß Karlfried angesichts des Geruchs der noch vom Durchfeiern in der Weserstraße betrunkenen Hipster, die neben ihr laut Macarena anstimmten. Karlfried am anderen Ende der U-Bahn schlurfte sichtlich genervt auf den letzten beengten Platz und ließ sich vom Rattern der U-Bahn einlullen. Rattern U-Bahn müsst ihr machen natürlich. Seine Gedanken verschwammen und in einem Halbschlafmix aus Restmüdigkeit und restsexueller Erregung lallte er. Gasmaske. Vermutlich hätte er auch die Badeseestation verpennt, wäre er nicht gerade im rechten Moment von verirrten Scorpions-Fans aus seiner Seligkeit gerissen worden, die ihrerseits das Open Air verpasst hatten und sich mit einem gemeinsamen, herzzerreißend intonierten Wind of Change Pfeifkonzert trösteten. Der perfekte Hintergrund für das, was nun geschah. Kaum war Karlfried ausgestiegen, erblickte er aufs Neue die schöne Babette, deren Körper sich nun offenbar seiner Elektrifizierung von eben erinnerte. Sie hopste auf ihn zu, die beiden hopsten umeinander herum und schließlich hopsten sie gemeinsam mit einem derart wunderbaren doppelten Rittberger in den See, dass die Scorpion-Fans die Scorpions vergaßen und einen frenetischen Applaus ausbrachen, der nicht abebben wollten, bis die beiden frisch Verliebten sich artig verbeugten.
Vielen Dank. Wo hast du solche Ideen?